Na, und scheinbar bin ich hier nicht nur allein abgestürzt. Revin bei 1632. Was ist denn hier los? Der ist sonst auch ziemlich weit oben. Auch ein sehr guter Spieler. Ja, scheinbar werden wirklich alle insgesamt besser. Nur so kann ich es mir erklären. Denn ihr habt ja gesehen, ich bin gegen schwächere Leute gekommen. Und die haben wirklich interessant gespielt, aber nicht schlecht, ja. Also manchmal würde ich sagen verquer, aber ich habe es ja dann auch falsch eingeschätzt. So, was sind wir denn jetzt hier? Quick Supply, Marksman, Mustang mag ich nicht so. Fangs und Stormcaller mit Giant zusammen wäre eine Möglichkeit. Wir nehmen aber das hier. Und ich denke, wir versuchen ihm hier aggressive Tanks reinzuknallen. Wobei er hier halt Steel Balls hat. Mit Cost Control. Aber auch mit Fangs. Ist eigentlich eine doofe Kombi. Ich überlege mich da aber defensiv gegen aufzustellen. Also eine Anti-Aggro-Aufstellung. Was könnte man hier jetzt nochmal dazu nehmen? Man könnte sogar noch Arclets dazu nehmen, weil manchmal hat man nicht genug Chaff Clear, dann hat man aber nichts hier gegen die Steel Balls, was immer ein bisschen doof ist. Wenn ich jetzt aber einfach nur zwei Marksmen dazu nehme, habe ich auch nicht viel gekonnt. Das heißt, ich würde hier tatsächlich die Arclets dazu nehmen, zwei Stück. Würde hier eine Anti-Aggro-Aufstellung machen. Einfach, falls er hier aggressiv damit vorgehen möchte. Und dann hoffen, dass das hier gegen die Steel Balls am Anfang erstmal reicht und dann explizit was gegen die Steel Balls noch adden, ja. Machen wir das mal so, auf diese Weise. Können wahrscheinlich sogar ein Stückchen weiter nach außen. So. Ja. Denn das gefällt mir ganz gut. Stellt sich hier aggressiv auf, okay. Ja, mit den Arclets hier extra. Die hat er ganz gut aufgestellt. Das gefällt mir irgendwie, dass die hier so flankieren. Das heißt, da müssen wir auch noch irgendwas machen. Bin noch nicht so sicher, wie wir hier gegen vorgehen. Die können jetzt natürlich hier hängen bleiben lang, wobei Arclight macht das hier ganz gut. Was mir vorerst mal ganz gut gefallen hat, war eigentlich von meiner Seite aus meine Phoenix-Verteidigung. Fand ich ganz nett. Er ist jetzt hier Cost Control. Reno haben wir. Ist natürlich gegen Balls nicht so toll, aber Reno kann man natürlich auch immer verkaufen. Eine Arclight-Verteidigung könnte man hier auch wählen. Arclights mit Reichweite und Charge Shot. So, die haben den jetzt hier gekonnt, ignoriert den Tower. Finde ich natürlich sehr höflich und nett. Und die ballern sich hier kaputt an diesen Tanks, aber es reicht wohl. Oder auch nicht. Bumm. Ah, überlegen. Gut, Intelligent Arclight, okay. Das gehen wir jetzt hier. Interessant könnte er jetzt mal diese Ranged hier spielen, ne? Ranged Balls wäre eine Möglichkeit. Leveln wir die auf, die halten da natürlich viel aus. Ich würde es nicht primär jetzt nehmen als Möglichkeit. Wir nehmen ein Arclight hier. Ich denke, das stellen wir sogar hier frontal noch so mit auf, weil das bekommt dann später Reichweite. Das heißt, ich nehme mal hier so hin. Raketen könnten halt unangenehm sein, ja. Mhm. Okay, ich denke, der passt da aber ganz gut. Hier müssen wir noch was reinlaufen lassen. Lassen wir da Crawler noch reinlaufen. Ich denke, ja, die stellen wir mal hier so hin. Und dann nehmen wir noch ein Arclight. Ich weiß nicht, halt nicht, wie viel ein Arclight hier nützt. Ja, aber er könnte uns, denke ich, auch noch flanken. Von daher, wir nehmen noch mal eins dazu und stellen das mal hier so hin. Ich denke, das passt schon. Jetzt könnte man hier noch mit Raketen arbeiten unter Umständen. Aber wir heben uns mal die 50 auf. Wir wollen ja auch noch hier ein Tech vergeben und so. Und nach Möglichkeit hier auch das upgraden. Mal gespannt. Er stellt hier die Rakete. Die ist doof gegen uns. Hier müssen wir noch was davor stellen. Okay. Das ist schnell gestorben. Die kommen jetzt nicht schnell genug nach vorn. Wäre gut gewesen, wenn die vor dem Arclight hier gestanden wären. Das heißt, ich denke, wir stellen hier vielleicht ein paar Fangs davor. Jetzt kommen die hier durch. Natürlich unschön. Okay, ist ja auch Intelligent Arclight gegangen, ja. Das ist jetzt die Frage, was wer hier zuerst snowballt. Sieht jetzt natürlich ganz gut für ihn aus, weil er auch jetzt mal hier Erfahrung bekommt dadurch. Ist die Frage, ob wir da schnell Charge Shot vergeben oder Reichweite. Dann können ja auch ein Schild hinstellen. Heavy Mustang.
Underground Threat ist natürlich nett, weil wir hier der Aggressor sind. Hat hier aber auch ein Arclight stehen, was ihn so ein bisschen beschützt. Ich denke, hier müssen wir halt Level vergeben. Hier steht das eine Arclight. Das ist natürlich nervig. Das müsste schnell sterben. Wir haben Fangs schon freigeschalten. Das heißt, die sollen hier nach vorn laufen. So ist das, denke ich, ganz wichtig. Und wir müssen hier nochmal einen Fang-Pack stellen, damit das hier mit der Rakete halt nicht passiert, ja. So. Jetzt könnten wir Reichweite noch vergeben. Dann würde der auch schneller auf den da unten draufballern. Können auch gleich E-Light vergeben. Aber ich denke, Reichweite ist ganz gut. Okay, also ich denke, so passt das. Er hat uns ja das ganze Tankpack hier weggenommen. Das war schon ätzend. Oh ja, und er spielt Fortress. Das ist natürlich gegen Carry Arclight ganz gut. Das, aber ich meine, wir können das ja ergänzen mit einem Melting Point unter Umständen. So, wir kriegen aber jetzt seinen Tower hier durch unser Play. Nee, doch nicht. Die wurden abgefangen, aber immerhin auch abgelenkt. Wir werden die Runde hier aber trotzdem verlieren, weil wir einfach nichts gegen das Fortress haben. Aber da stellen wir einfach nur Melting Point mit dazu. Hätte ich mal gesagt. Wir können auch mit Overlords arbeiten. Auch eine Möglichkeit. Hier irgendwie gefallen mir Melter aber besser. Melter Arclight. Ist auch so eine Kombi. So. Top Supply. Bombardment. Ist halt immer so, hier kann er uns halt super ein Bombardment reinhauen. Wir könnten Top Supply wählen, kostet uns aber viel. Wir hätten aber zumindest ein Reno, was wir hier mit reinrennen lassen können. Hier könnte man ein Schild stellen. Dann ballert er ewig auf das Reno. Top Supply. Ich würde tatsächlich hier auf Top Supply verzichten, auch wenn es ein bisschen merkwürdig ist. Das soll hier ein bisschen später reinrennen, hätte ich gesagt. Wir müssen hier unbedingt ein Schild stellen. So. Der nervt. Und jetzt nehmen wir, denke ich, Melting Point. Dazu, der Melting Point, der ist mal hier. Dann können wir hier, denke ich, sogar noch zusätzlich ein Schild stellen. Die dürfen hier halt, das ist halt gefährlich, die dürfen hier nicht so ran, ja. Die sollten wir vielleicht sogar ablenken ein bisschen. Indem wir hier was hinstellen, dann fahren die zuerst dahin. Das gefällt mir gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Stellen die mal hier hin. So. Dann gehen die nämlich zuerst hier hin. Dürfte für ihn ziemlich ätzend sein. Den graden wir ab. Den können wir jetzt hier nicht upgraden. Na, wir können es halt auch nicht alles leisten, ja. Okay. Gucken wir mal. Hat jetzt hier Schilde, ja. Und da stellen wir halt auch noch einen Melter hin. Ah, jetzt kümmert er sich hier um diese Mini-Fangs da. Mein Reno hat jetzt insgesamt nicht viel geleistet. Aber zumindest hier ein bisschen was abgelenkt. So, der geht jetzt hier trotzdem auf sein Ziel immerhin mal. Okay. Die Runde war das ganz okay. Der braucht ein Level. Feuer, Senior, Deployment, alles gut. Ich meine, wir wollen weitere Melting Points stellen. Deployment ist aber trotzdem nicht schlecht. Aber ich denke, Senior auch. Nehmen wir Senior. Er könnte uns hier hinten natürlich eher reinhauen. Alles möglich. Davor muss er aber auch Angst haben. Das heißt, ich würde fast sagen, wir stellen hier noch einen hin. Wir stellen hier noch einen hin. Wir graden den ab. Ich bin hier sogar für Schilde. Es hat immer... Ah,
Das ist alles so, so teuer. Ja, also den mal schneller killen hier. Das war, denke ich, ganz gut. Jetzt, das würde aber wegbomben. Und dann stellen wir hier noch Schilde hin. Einmal hier. Einmal hier so ein bisschen defensiver, ne? Okay, schauen wir mal. Dann stellt er hier noch welche hin. Gibt's doch nicht. Okay, ich meine, wir machen halt weiter hier mit Melting Points. Er hat Deployment genommen, okay. Aber er hat auch Top Supply. So, und die Arclights sollen jetzt natürlich die Fangs davor schnell wegräumen. Das könnte dann zum Problem werden, weil wenn die Schilde haben, dann dauert das zum Teil ewig. So, ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht so schnell durch. Brauchen wir noch Reichweite auf den hier drauf. Dann können die da schneller einloggen. Das Reno ist hier ganz nett. Okay, aber hier kommen die Fortress jetzt alle von unten an. Ja. Reichweite wäre schön. Eventuell gewinnen wir hier die Runde aber sogar noch. Mhm. Okay. Halt, Top Supply, Senior. Alles relativ balanced, würde ich jetzt mal sagen hier. Enhancement Module ist halt gut. Wir können ja die Tanks auch fast verkaufen. Wobei, halt, die schießen schon noch so ein bisschen Zeug hier ab, ne? Die stehen da drin. Ich denke, wir benutzen das eher, um hier tatsächlich was abzugraden. Also standardmäßig abzugraden. So. Und dann stellen wir hier noch einen Melter hin. Dann vergeben wir einmal Reichweite, hätte ich gesagt. Dem noch ein Upgrade hier. Ich hätte gern auf höherem Level halt. Räumt er die zu schnell weg? Der muss halt aber auch das Schild wegräumen. Den können wir aber weiter wegstellen. Ich denke, so ist das immer noch in Ordnung. So. Der hier, der da. Sieht eigentlich alles ganz nett aus. Er verkauft halt. Ist die Frage, ob man die halt verkauft oder nicht, ja. Sagt, das lenkt halt ein bisschen ab und kommt ein bisschen mehr Zeug. Jetzt kommen da noch mehr Fangs raus. Deswegen, die sind ja dann Level 2, da muss man echt schon... Okay, der ist tot, das ist schön. Die Fangs machen mir halt Sorgen. Vielleicht machen wir noch Replicate. So, hier killen wir was, aber schaut mal, wie viel das hier ist, wie viel Zeug. Das kriegt er hier uns. Und hier im Hintergrund sind immer halt noch die Arclights, die das so ein bisschen wegräumen. So, jetzt ist man hier einfach innerhalb von ein paar Runden tot. Sind wir jetzt gleich tot? 2500? Möglich. Komm, nimm noch das eine Fortress raus. Ich möchte noch eine Runde hier probieren. Aber es reicht trotzdem nicht. 1600, ne? Und dann... Na doch, eine Runde haben wir noch. Wie können wir das jetzt hier verbessern? Nano, Speed. Nützt uns Nano so viel? Nicht wirklich, oder? Photo and Emission könnte man wählen. Könnte ein Reno hinten reinsetzen, was sich hier durchhackt. Ich meine, wenn es funktioniert, warum machen wir das nicht? Setzen wir einfach ein... Ah, nicht, dass sich das hier gegenseitig in die Quere kommt. Ja? Machen wir einfach hier das hin. Hier das hin. Und vielleicht sollten wir die Schilde ja alle wegnehmen. Wenn wir das drücken. Ist ja teuer. Es nimmt halt sofort die Schilde weg, ja. Können noch Sack drücken. Der braucht halt ein Level. Hat das gut genug funktioniert hier mit den Arclights? Replicate, dass die alle replicaten, wenn die ranlaufen. Würde das etwas bringen? Wir können es zumindest probieren. Wir müssen ja auf jeden Fall das ausgeben.
Nützen Schilde etwas? Und hier gehen wir noch einen aus. Einer mehr schadet hier, denke ich, an dieser Stelle nichts. Und ich denke, dann geben wir hier noch ein bisschen Schilde. Ah, 200. Ich hätte einfach schneller sein müssen. Hat alles nichts gebracht. Na, ich denke, die 200 hätten es jetzt auch nicht ausgemacht. Also entweder das funktioniert jetzt hier, dass das hier alles hier vorher verschwindet, ja. Oder halt nicht. So, also es wird hier noch ein bisschen weggesäbelt. Die Tanks räumen auch ein paar Fangs weg. Aber ich glaube nicht, dass es reicht. Schaut mal, die kommen da alle noch an. Wir hätten ja Sack gebraucht. Obwohl. Aber jetzt kommen hier noch mehr Fangs raus, ja. Schaut mal, jetzt. Jetzt sind die hier ewig beschäftigt. Hm. Schade, schade. Komm, den noch fokussen. Aber jetzt. Das reicht nicht. Wie viel Leben haben wir? 300. Nein, ein Fortress. GG. Ja, hätte in beide Richtungen jetzt hier ausgehen können. Eventuell hätten es die 200 dann auch ausgemacht, aber er hatte ja auch nur 2760. Eventuell hätte man sogar noch den ein oder anderen Arclight hinten dran setzen müssen. Dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht ausgegangen. Was ein ganz guter Move von ihm war, war das hier zu verkaufen. Ich hatte halt auch überlegt, ob man hier die Crawler-Produktion eventuell auswählt. Wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Aber es ist halt auch alles ultra teuer. Für irgendwas muss man sich dann halt entscheiden, ja. Na gut. Also, hat er auf jeden Fall gut gemacht. Wir gucken uns noch an. Leider geht's weiter abwärts. Aber zumindest haben wir hier gute Spiele. Das kann wohl niemand verneinen. 1706, ja. Also, 6 Formen würde ich nun sehr ungern sehen. Aber wir konzentrieren uns mal hier weniger auf die Zahl als auf die Qualität der Spiele. Und ich denke zumindest, wir haben hier beide in diesem Spiel nicht schlecht gespielt. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.